Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Paper Mario. Im letzten Part haben wir gekocht, den ganzen Part lang, und wir haben nichts anderes gemacht. Ich habe das Video gerade eben noch geschnitten und habe dann bemerkt, dass es 1,5 Stunden lang wurde, ungefähr. Also wer sich das von euch ganz angeschaut hat, hat glaube ich auch kein Leben, aber na gut. Jetzt auf jeden Fall in diesem Part wird es dann wieder etwas spannendere Sachen geben. Zwar immer noch Nebenquests, aber spannendere Nebenquests, wie ich finde. Nämlich dann die 100 Prüfungen von Flopstart. Extreme Gefahr, Rathaus Flopstart, genau. Die 100 Prüfungen in Flipstart haben wir ja schon geschafft. Das war vor dem 6. Kapitel, glaube ich. Und jetzt, vor dem 8. oder halt nach dem 7. Kapitel, wollen wir jetzt dann auch die 100 Prüfungen hier in Flopstadt in Angriff nehmen. Und wir legen da am besten gleich mal los. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Weil es immer noch nicht so ganz zu empfehlen ist, das vor Story-Abschluss eigentlich zu machen. Aber dafür kriegen wir halt auch früher Level-Ups, deswegen so ein bisschen leistet es dann schon aus. Aber es wird dennoch sehr schwierig werden, das jetzt dann komplett ohne Heil-Items zu überstehen, weil ich immer noch keine benutzen darf wegen der Challenge. Und das wird jetzt, wie gesagt, sehr schwierig werden, aber ich gebe mein Bestes. So, ihr seht erstmal, dass der Aufbau an sich schon mal sehr, sehr ähnlich ist, wie auch schon bei den Flipstart-100-Prüfungen. Wir haben aber ein bisschen andere Gegner. Ein Dunkelgumba. Auf ihn triffst du bei den 100 Prüfungen in Flopstart. Maximale KP 10 und Angriff 2. Die sind gewöhnlichen Gumbas sehr ähnlich, aber haben schon viel, viel bessere Werte. Die normalen Gumbas haben ja, glaube ich, irgendwie 1-1, also 1 KP und 1 Angriff. Im Vergleich sind sie dunkler und etwas kleiner. Kleiner sind sie wirklich? Keine Ahnung, kann sein. Yay. Und der hat wieder den Schlüssel und ich muss ihn wieder einsetzen, um zum nächsten Raum zu kommen. Aber es ist hier bei den Flopstart-Prüfungen so, dass wir jetzt dann nur gegen solche Dunkelgegner kämpfen werden. Normale Gegner werden gar nicht vorkommen. Ich will übrigens wieder die beste Kombi im Spiel nehmen, wie immer eigentlich. Bowser oder nicht wie immer, wie so häufig. Bowser und Surfer nämlich, weil wir dann wieder hier damit schön abgehen können und alle Gegner unter das Level schützen, nice. Und dann gleich wieder alle Gegner hier leicht besiegen können. Und wir können vielleicht auch mal ganz, ganz kurz die Koopa scannen. Ich werde jetzt mal nicht hier jeden Dunkelgegner extra scannen, keine Sorge. Das würde zu lang dauern. Das ist Dunkelkoopa. Auf ihn triffst du bei den 100 Prüfungen den Flopstart. Maximale KP 10, Angriff 2 und Defensive 3. Also ihr seht schon, dass sie halt wirklich um einiges bessere... wieso tragen sie im Untergrund nur eine Sonnenbrille? Aber es kommen so ein paar neue Texte wenigstens hier. Aber ich werde trotzdem, wie gesagt, nicht mehr alle von denen scannen. Und der einzige wirkliche Unterschied an den Dunkelversionen ist halt, dass sie bessere Statuswerte haben. Sie haben mehr KP und vor allem auch mehr Angriff. Also ich glaube, dass es eben... habe ich am Ende vom letzten Fall auch schon kurz angedeutet. Ich glaube eben, dass es so sein dürfte, dass diese Dunkelgegner immer den doppelten Angriff haben im Vergleich zu ihren normalen Versionen. Und allein das macht es halt schon um einiges schwieriger. Weil bei den Flipstart-100-Prüfungen ist es mir ja manchmal passiert, dass ich unter die Hälfte meiner KP-Anzahl gekommen bin. Und das heißt, dass wenn wir da auch schon mit doppelten Schaden bei dem Gegner gespielt hätten, dass ich dann da schon gestorben wäre mehrmals. Und deswegen muss ich da jetzt dann echt aufpassen, dass ich hier dann nicht auch sterbe. Was nämlich wirklich so ganz ohne Items hier bei den Flopstart-100-Prüfungen leicht passieren könnte. Also die sind wirklich allein deswegen, weil die Gegner halt den doppelten Schaden machen, nochmal um einiges schwieriger als die in Flipstart. Ich hoffe deswegen auch, dass wir die hinbekommen werden. Ich bin mir übrigens nicht ganz sicher, ob dafür als Ausgleich, dass die Gegner stärker sind, die auch mehr Punkte geben. Das weiß ich gar nicht genau, ob das so ist. Hier die Paragumbas geben mir jetzt 200 Punkte. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die normalen Paragumbas auch schon 200 Punkte gegeben haben. Das weiß ich aber jetzt leider nicht sicher. Hier haben wir jetzt dann Peaks-Gumbas. Wie viel geben die? Geben auch 200. Ich gehe mal am besten gleich weiter. Ich werde es auch hier wieder genauso halten. Das war jetzt sehr schnell. Wie auch in Flipstart, dass ich nicht unbedingt alle Gegner immer besiegen will, sondern dass ich wirklich so schnell vorankommen will, wie es irgendwie geht. Aber wie gesagt, ich bin mir da eben nicht so ganz sicher, muss ich zugeben. Wie es jetzt mit den Punkten aussieht, ob wir dann als Ausgleich halt wenigstens auch mehr Punkte erhalten. Ich will übrigens kurz den scannen, weil der ist ein bisschen besonders tatsächlich. Das ist also ziemlich der einzige Gegner, glaube ich, der in der Dunkelversion anders funktioniert als in der normalen Version. Diese Gaswolke, die Gase versprüht, nennt man Dunkelbäckchen. Maximale KP 15 und Angriff 4. Atme diese Gase besser nicht ein. Manche glauben, das Gas entströmt der Vorderseite, andere hingegen... Aber es ist zum Glück so dunkel, dass man es nicht wirklich erkennen kann. Okay, und bei denen ist es so, dass die quasi alle Bäckchen, okay, Pfirsich, dass sie quasi alle normal aussehenden Bäckchen in sich integriert haben. Das haben wir nämlich gerade auch ganz kurz sehen können, dass der erste Schuss, den der abgegeben hat gerade, das ist der Einschlaf, oder halt die Einschlafattacke war, dieses rosa Ding. Danach hat er dann eine Giftattacke gemacht und der Typ da unten hat jetzt gerade Eis verschossen. Weil das ist nämlich wirklich bei den Viechern so, dass sie halt einfach, wie gesagt, alle Fähigkeiten von den anderen integriert haben und dass sie einfach so zwischen denen hin und her wechseln können. Das ist dann eben der Vorteil von den Dunkelvarianten, weil man eben auch nicht sehen kann, was für welche sind. Deswegen haben die dann quasi alle Fähigkeiten von den normalen Varianten in sich integriert. Und wie gesagt, das ist aber jetzt eine totale Ausnahme, weil in den allermeisten Fällen ist es so, dass die Dunkelvarianten von den Gegnern wirklich genauso funktionieren wie auch die normalen, nur halt, dass sie bessere Statuswerte haben. Aber ansonsten gibt es da in den allermeisten Fällen ansonsten keine Unterschiede, da ist das Bäckchen oder Dunkelbäckchen dann wie gesagt eine große Ausnahme. Okay.
Sondern bisher ist das, das war schon knapp, bisher ist natürlich noch alles sehr einfach, nur die Gegner haben jetzt noch keine so heftigen Attacken und sowas. Und wir wurden auch noch kein einziges Mal getroffen, aber glaubt mir Leute, das wird sich dann später noch schlagartig ändern, wenn wir dann noch gegen viel, viel stärkere Gegner auch kämpfen werden. Ich nehme mal Piekso vielleicht gegen dich. Wo will ich mal gucken, was auf Piekso ausreicht? Wahrscheinlich sogar nicht, oder? Wie viel KP haben die? Ich mache ja mit Piekso auch keinen Schaden, stimmt. Dann muss ich mal was anderes. Dann nehme ich mal hier Knüppel, der dürfte Schaden machen. Bam! 14 nehme ich und das reicht auch sehr gut. Das ist eben das Blöde, dass ich halt... Ah, stimmt, da war ja was. Mario. Das ist halt das Blöde, dass ich da häufiger auch mal dann zwischen meinen Pixeln hin und her wechseln muss. Weil halt Bowser leider nicht jeden Gegner immer besiegen kann. Oh, wie ich das immer hasse. Schnell A drücken, A drücken. Okay, und weg hier. Das ist immer total nervig, wenn man aus den Röhren rauskommt. Und wenn dann vor einem einfach so ein Gegner steht, gegen den man nicht viel machen kann. Das ist echt immer total blöd. Okay, aber da ist der Schlüssel. Alles klar. Aber der Raum hier ist auch wieder schon um einiges komplizierter aufgebaut, denn ich muss hier auch wieder so in Schlangenlinien hin und her laufen, um hier vorankommen zu können. Jetzt erstmal hier hin und dann ist gleich hier nach oben. So. Und der Pickelkäfer da dürfte, glaube ich, nicht im Weg stehen. Ja, gerade so. Aber ich kann es schaffen, nicht getroffen zu werden von dem. Okay, gut. Und dann gleich weiter zum nächsten Raum. Aber ich werde gleich wieder am Anfang hier, bevor ich den Raum überhaupt betrete, den nächsten gleich mal wechseln. So, wir durften, glaube ich, auch schon gleich dann bei Raum Nummer 10 sein, denn auch hier gibt es dann wieder immer bei jedem 10. Raum dann Checkpoints. Genau, auch hier wieder. Oh, obwohl Checkpoint falsch gesagt ist, weil wenn ich sterbe, darf ich nicht wieder hier starten, aber halt solche kurzen Räume zum Verschnaufen gibt es hier. Mit auch wieder weiteren Karten, und zwar Flitzer haben wir hier, genau. Flitzer, den wir ja bei den 100 Prüfungen in Flipstadt erhalten haben. So, Flip ist auch wieder da und taucht halt manchmal auf und hat neue Sachen für mich zu verkaufen, die ich mir dann eben holen könnte. Und sollte man, wenn man das Spiel normal spielt, dann eigentlich auch machen, wenn man nicht genügend Items dabei haben sollte, weil man hier wirklich einige Items normalerweise braucht, um das hier schaffen zu können. Und das komplett ohne Items zu machen, ist wirklich sehr wahnsinnig. Aber ich hoffe eben, dass ich mittlerweile schon so viel Erfahrung in dem Spiel gesammelt habe, weil ich schon so oft durchgespielt habe, dass wir das jetzt dann vielleicht gleich hinkriegen werden. Wäre echt cool. Schauen wir mal. So, Dunkelfassis haben wir jetzt hier auch. Aber ist mir egal, ich gehe am besten gleich wieder weiter. Und ja, vor allem vor den späteren Räumen habe ich dann wirklich schon sehr, sehr viel Angst. Weil die Flipstadt-100-Prüfungen, die waren ja sogar im Endeffekt eigentlich ganz in Ordnung. Da hatten wir ja eigentlich gar keine so großen Probleme. Ich dachte, dass mir die etwas schwerer fallen würden. Aber im Endeffekt haben wir eigentlich die Flipstadt-100-Prüfungen doch relativ sicher sogar abschließen können, wie ich finde. Aber das lag auch daran, dass ich da so ein bisschen was verwechselt hatte. Dass ich eigentlich dachte, dass ein paar schwierige Räume, die halt dann jetzt erst hier bei den Flipstadt-Prüfungen kommen, da dachte ich bei denen, dass ein paar von denen dann auch schon bei den Flipstadt-100-Prüfungen auftauchen würden. Weil da habe ich ja dann, als wir die Flipstadt-100-Prüfungen gespielt haben, habe ich ja erwähnt, dass ich schon vor allem vor den Räumen so 90 bis 100 oder sowas Angst hätte. Und die waren zwar auch nicht so einfach, das stimmt schon, aber trotzdem war jetzt eigentlich in Flipstadt kein einziger von so ultraschweren Räumen dabei, wo ich halt mega viel Schaden auf einmal genommen habe. Und das lag halt daran, dass ich das so ein bisschen verwechselt hatte, weil nämlich diese mega schweren Räume, an die ich da dachte, weil die, glaube ich, dann so ziemlich alle dann halt hier jetzt vorkommen werden bei den Flipstadt-Prüfungen. Was natürlich das Ganze dann nochmal um einiges schwieriger macht, da wir dann hier ganz, ganz viele sehr heftige Räume auf einmal haben werden. Weil diese Räume vor allem eben, an die ich gedacht hatte, von 90 bis 100 oder sowas, an so ein paar Räume, die da kommen werden, keiner von denen kam so wirklich in Flipstadt, was dann heißen muss, dass die dann alle hier noch in Flipstadt auf uns warten. Und deswegen vor allem vor den letzten paar Räumen, da habe ich dann wirklich sehr viel Angst, wenn es dann soweit sein wird, wenn wir dann da sind. Aber darum kümmern wir uns dann, wenn es soweit ist. Jetzt genießen wir noch erstmal diese schönen einfachen Räume, wo ich noch bisher immer gar keinen Schaden genommen habe. Das nächste Level-Up übrigens kommt dann bei 900.000 genau. Ist aber noch ziemlich weit davon weg, aber ist ja auch okay, weil ich noch sehr viele KP habe. Also das erste Level-Up hier, oder das nächste Level-Up halt dann bei 900.000, das dürften wir noch relativ locker erreichen, denke ich mal. Und wenn ich übrigens der Logik folge, wie bisher immer die Level-Ups, die neuen, ermittelt wurden, das waren nämlich, glaube ich, immer 10.000 Punkte mehr, oder nicht 10.000, doch passt schon, genau, 10.000, nicht 100.000, 10.000 waren es mehr, passt schon, weil jetzt brauchen wir, weil das aktuelle, das wir haben, haben wir ja auf 810.000 Punkten erreicht, ne, ich glaube schon, und dann ist nächstes jetzt eben bei 900.000, also, da müssen wir halt dann 90.000 neue Punkte sammeln, und davor waren es, glaube ich, 80.000 neue Punkte, die wir sammeln mussten, und so weiter und so fort, was dann eben heißen dürfte, dass dann das nächste Level-Up bei genau 1 Million Punkte kommen sollte. Wäre auch eine ganz schöne Zahl natürlich, wenn genau bei 1 Million Punkten wir dann auch ein weiteres, das war knapp, wir dann auch ein weiteres Level-Up erhalten würden. Und deswegen dürfte es dann wahrscheinlich so sein. Und wenn halt da dann 100.000 Punkte da dazwischen liegen, zwischen dem 900.000er Level und dem 1 Million Level, dann ist das schon einiges. Ich kann die ja so auch nicht töten übrigens. Ich meine, ich kann dann die anderen besiegen, die dahinter noch kommen, den da zum Beispiel. Aber jetzt den selber halt nicht. Ich muss den jetzt erstmal wieder aufhalten übrigens. Das war jetzt gar nicht mal so klug, was ich hier gemacht habe. Okay, aber passt noch.
Das hat gleich wieder Knüppel. Und sich erstmal töten. Bam. So, und den hier, den kann ich ja nur dreimal in Folge treffen. Na Moment, okay, ich muss kurz warten immer, wenn ich ihn getroffen habe. Stirb. Und da ist der Schlüssel. Alles klar, dann werde ich gleich wieder hier Surfer nehmen. Gut. Und ich will natürlich auch wieder ganz kurz auf den Hintergrund übrigens eingehen, den wir hier sehen können. Denn hier sehen wir gerade das vierte Kapitel. Sehr schön hier als Hintergrund gemalt. Da im Hintergrund sehen wir nicht Klerp selber, soweit ich weiß, sondern halt dann seine Mutter, diese Statue, die wir da auch gesehen haben, weil er ja ein Prinz ist. Und seine Mutter ja die Königin, die ja leider verstorben ist, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und sie hält da eben das reine Herz da unten, sondern aber ein paar Klerpse. Also mehrere auf einmal irgendwie. Aber Klerps konnte sich ja auch eh aufteilen, wenn er Schokolade gefressen hat oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Okay, da an den Wänden sind noch mehr. Keine Ahnung, wie das geht. Vielleicht sind es auch seine Brüder oder sowas. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall zeigt es eben hier das vierte Kapitel. Oder halt genauer gesagt, das fünfte reine Herz, das wir im Spiel erhalten haben. Denn wie gesagt, da bin ich ja auch schon bei den Flipstart-100-Prüfungen darauf eingegangen. Dass ja alle 25 Räume sich dann der Hintergrund immer ändern wird. Und dass wir halt bei den Flipstart-100-Prüfungen dort dann schon vier Hintergründe gesehen haben zu den ersten vier reinen Herzen, die wir gesammelt haben. Und jetzt dann, hier sehen wir halt dann das reine Herz 5 bis 8, die wir gesammelt haben. Wir haben ja mittlerweile alle. Das reine Herz 5 bis 8 mit den entsprechenden Hintergründen. So, Raum 20, da kriegen wir eine Gumbario-Karte. Yay! Das ist auch richtig cool. Das werden jetzt das dann auch weiterhin so sein. Also auch bei Raum 30, 40 und so weiter werden wir jetzt dann noch die Karten von den Partnern aus Paper Mario 1 erhalten. Jetzt eben Gumbario. Und das finde ich ziemlich cool. Als nächstes dürfte dann Koop herkommen, würde ich mal vermuten. Und dann Bombette und dann eben noch die ganzen anderen Partner aus dem ersten Teil. Das ist wirklich ziemlich cool, dass die auch in Karten verwandelt wurden. So, jetzt ist hier bei Raum 21. Und ja, jetzt haben wir auch schon ein bisschen stärkere Gegner gesehen, diese Pokés nämlich. Das sind nämlich, glaube ich, sogar auch automatisch gleich Gift-Pokés, wenn mich nicht alles täuscht. Und die können mich dann eben, naja, vergiften halt. Und der Vergift, oder halt der, auf jeden Fall der Gift-Effekt, der ist schon ziemlich fies. Da muss ich dann sehr stark aufpassen, wenn ich den abbekommen sollte. Ich meine, ich weiß auch nicht, was ich dann wirklich machen sollte. Aber am besten will ich den halt gar nicht abbekommen, den Gift-Status. Weil ich halt dann nicht nur direkt am Anfang Schaden nehme, wenn ich halt erwischt werde von der Attacke, sondern danach dann auch noch fortlaufend dann irgendwie 10 weitere KP oder sowas mehr abgezogen werden. Und das ist halt dann wirklich insgesamt einiges. Und weil ich ja keine Items benutzen darf, um mich irgendwie zu heilen, habe ich dann da wirklich große Probleme. Deswegen muss ich dann da sehr stark aufpassen. So, jetzt wurde ich... Der überlebt sogar einen Flammenwurf mit 20 Schaden. Okay, interessant. Jetzt wurde ich auch zum ersten Mal gerade dann getroffen, ne? Aber wir haben immer noch 56 KP. Und das nächste Level-Up ist jetzt schon gar nicht mehr so weit weg. Also sieht dann, glaube ich, doch ganz gut aus, dass wir das auf jeden Fall noch erreichen werden. Ich krieg übrigens, sehe ich gerade, von den Fuzzies hier 1000 Punkte. Und ja, okay, also 1000 Punkte für so ein Fuzzy, das ist dann doch ein bisschen sehr viel. Weswegen ich mir jetzt doch relativ sicher bin, dass dann die Dunkelgegner auch wirklich mehr Punkte geben. Was auch wirklich ganz nett so ist, weil wenn es nicht so wäre, dann hätten wir riesengroße Probleme hier. Also da bin ich ganz froh drum. Ich könnte sogar wieder ein bisschen Quatsch machen, ne, weil ich habe wieder sehr viele KP. Ich will mal kurz was zeigen. Ich will mal kurz treffen lassen von dem. Kann er mich vergiften? Kann er, ja genau. Jetzt bin ich vergiftet. Ich habe 4 Schaden erstmal genommen und ich nehme jetzt da noch weiterhin immer Schaden und ich kann vor allem mich auch nicht mehr so gut bewegen, weil ich immer zwischendurch noch getroffen werde von dem Gift-Effekt und ich kann eben den Gift-Effekt jetzt auch nicht loswerden. Und ich glaube ja sogar, dass sich der doch auch über verschiedene Räume noch überträgt, oder? Also dass ich im nächsten Raum dann auch noch den Gift-Status haben werde. Das heißt, wenn ich jetzt dann den Raum hier verlasse, ich glaube sogar schon. Und währenddessen werde ich eben immer noch genervt von dem Gift-Effekt hier. Also wie gesagt, man sollte aufpassen, dass man hier, vor allem wenn man die Challenge spielt, dass man im besten Fall gar nicht vergiftet wird, weil das wirklich ein riesengroßer Nachteil ist, wie wir hier sehen können. Weil ich kaum mehr vorankommen kann, dass alles ganz, ganz doof ist. Können wir es dann gleich mal sehen, ob ich jetzt dann... Okay, jetzt ist es eh aufgehört, alles klar. Ich hätte es ganz gerne ausgetestet, ob das jetzt im nächsten Raum auch noch anhalten würde. Aber es hat jetzt eh schon aufgehört. Und wie viel KP habe ich jetzt da verloren? Durch den... Oh Gott, durch den Gift-Effekt? Ich habe jetzt nicht genau aufgepasst. Jetzt wird es aber schon schwieriger, die Räume, ne? Merken wir schon. Ich habe nicht genau aufgepasst, wie viele ich jetzt verloren habe. Aber ich glaube so 10 oder 15 oder sowas, ne? Plus halt dann noch die 4 Schaden, die ich hier eingangs bekommen habe. Also ja, durch so einen Gift-Effekt nimmt man sehr viel Schaden. Und deswegen müssen wir da sehr, sehr stark aufpassen in Zukunft. So, jetzt haben wir auch schon dann die Schniffis, die Dunkelschniffis. Also jetzt haben wir dann auch schon Gegner, die durch die Wände hindurch ihre Projektile schießen können. Was es dann auch nochmal um einiges schwieriger macht, gegen sie zu kämpfen. Und die überleben sogar auch wieder einen Flammenwurf von mir, weil die anscheinend... Ach du Scheiße, 6 Schaden machen die auch. Weil die anscheinend mehr als... Okay, war 2000... Okay, da gab es deswegen 2000 Punkte, weil ich den Folge besiegt habe. Alles klar. Aber trotzdem, kommst du bitte raus. Aber trotzdem ist es so, dass wir jetzt da schon sehr, sehr starke Gegner dann vor uns haben. Und jetzt auch weiterhin... Ah, ich habe noch keinen, stimmt. Der haben dann. Jetzt auch weiterhin wird es dann nicht so einfach bleiben, das hier alles hinzukriegen. Aber ich hoffe, wir schaffen das. Aber wie gesagt, das nächste Level-Up bei... Kommst bitte her. Das nächste Level-Up bei 900.000, das werden wir jetzt recht leicht erreichen können. Das haben wir jetzt dann gleich.
Aber dann eben von 900.000 Punkten auf 1 Million zu kommen und dann da erst wieder eine Heilung zu kriegen, das wird dann schon eher die Frage werden, ob wir das hinkriegen. Aber schauen wir mal. Und wir haben Finsterbuß und auch einen neuen Hintergrund. Das 5. Kapitel. Yeah! So, jetzt dann gleich werden wir ein Level abkriegen. Ich muss noch ein paar mehr von denen treffen. Aber dürfen wir jetzt in diesem Raum, glaube ich, schaffen. Weil ich glaube, wir dürfen genügend von denen da sein. Ich nehme noch ein bisschen Schaden, aber ist okay. Weil ich dann eh, wie gesagt, gleich ein Level abhalten werde. Deswegen ist mir das ziemlich egal. So, und? Noch einen. Und? Yeah! Level up! Angriff um 1 gestiegen. Nice. So, und da ist auch der Schlüssel. Gut. So, hier dann mit einigen von den Florosapiens und noch mit König Krokus da im Hintergrund. Mit dem reinen Herzen. Das war eben unser 6. reines Herz. Denn wie gesagt, das allererste reine Herz haben wir ja schon direkt in Flipstadt vor dem ersten Kapitel begonnen. Deswegen haben wir halt in Kapitel 1 schon das zweite erhalten, in Kapitel 2 das dritte und so weiter und so fort. Und dann eben hier im 5. Kapitel haben wir dann unser 6. reines Herz schon erhalten. Okay. So, dann Schlüssel habe ich schon. Genau, deswegen ich werde dann wieder die oberen Gegner einfach ignorieren. Aber wie gesagt, das Gute ist, dass die Gegner jetzt dann wirklich schon einige Punkte uns geben und habe ich ja gerade eben schon erwähnt, ich bin mir sehr sicher, dass wir jetzt dann doch von den Dunkelgegnern auch mehr Punkte erhalten als von den normalen Standardversionen von den Gegnern. Weil dass ich da auch 1000 Punkte für so einen Typen da erhalte, das war bestimmt auf normalen Wege, sage ich jetzt mal, nicht der Fall. Und deswegen dürfte es dann schon wenigstens der Fall sein, dass wir hier mehr Punkte erhalten. Was auf jeden Fall ganz gut ist, weil ansonsten hätten wir, glaube ich, hier nicht so wirklich eine Chance. Und das war vielleicht ein Fehler übrigens, die Röhre zu benutzen. Aber das regt mich echt immer auf, ne, sowas, ne? Erstmal, okay, aber 2 Schaden geht sogar. Sowas regt mich echt mal auf, wenn man da aus einer Röhre rauskommt und dann halt direkt Gegner auf einen warten, weil er nichts dagegen machen kann. Das ist echt total blöd, finde ich. Aber kann man eben nichts machen. So, der stirbt auch. Also den Schlüssel habe ich ja sogar auch schon. Wo ist denn die Tür eigentlich? Hier ist sie, okay. Gut, dann gleich weiter. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie lange wir jetzt dann hier übrigens für die Flopstart... Schon wieder Finsterbuß, okay. Da am besten immer so einen etwas größeren Platz suchen, wie zum Beispiel hier, wo auch keine Decke im Weg ist, dass ich dann immer leicht hier entlang jumpen kann und die alle besiegen kann. Und wenn ich eben Gegner in Folge besiege, ohne den Boden zu berühren, kriege ich ja sogar noch mehr Punkte. Also es geht dann sogar doch ganz gut. Aber ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange wir jetzt dann für die Flopstart-100-Prüfungen brauchen werden. Die Flipstart-100-Prüfungen haben wir ja in... Also an sich haben wir ja die in 2 Parts geschafft, von Raum 1 bis Raum 99. Und den 100. haben wir dann nochmal extra in einem Part gemacht, teilweise halt zumindest, mit dem Bosskampf gegen Lo... Irgendwas, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Und Kupperkarte hier, genau, eben alle Partner aus dem ersten Teil. Sehr schön. Und ich mal kurz nachgucken, was du so hast. Obwohl ich aber nichts kaufen werde, aber das hat er alles, nur so aus Interesse. Okay. Vor allem Lebenspilze, wie gesagt, sollte man eigentlich immer einen dabei haben, so ungefähr. Aber dürfen wir leider nicht. Aber na gut. So, und dann... Oh, ich sehe schon, da haben wir den besten Gegner im Spiel, Leute. Den allerbesten Gegner im Spiel werde ich dann gleich aber zu ihm kommen. Erstmal will ich noch die Schnüffis hier töten, bevor die mich zu sehr nerven. Aber auf jeden Fall würde ich es auch in diesem Part ganz gerne... Das war knapp. Ganz gerne schaffen wollen, dass wir vielleicht bis zum 50. Raum kommen. Und dass wir eben dann im nächsten Part vielleicht auch Raum 51 bis 99 spielen. Ich bin so schlecht gerade. Dass wir auch Raum 51 bis 99 spielen werden. Dass wir dann halt auch in 2 Parts Raum 1 bis 99 schaffen werden. Und dann noch einen weiteren für den Bosskampf oder sowas. Vielleicht schaffen wir das auch hier. Aber schauen wir mal. So. Da ist der Schlüssel. Aber ich will mal nochmal den besten Gegner im Spiel zeigen. Ich will mal am besten sogar kurz scannen. So. Ein Dunkelschlurp. Auf sie triffst du bei den 100 Prüfungen in den Flopstart. Maximale KP, keine Ahnung, und Angriff 4. Sie unterscheiden sich kaum von gewöhnlichen Schlurps. Sie werden von einer extra starken Haut geschützt. Füttere sie mit einer Bombe. Genau. Denn wir haben ja schon die ersten Versionen von denen getroffen, die eine Bombe vertragen haben. Dann die etwas stärkeren, die 2 Bomben vertragen haben. Und dann haben wir jetzt hier noch die Dunkelvarianten, denen man 3-mal eine Bombe füttern muss. Und ansonsten können die nichts. Sie können immer noch einfach nur lahm rumlaufen, im Weg sein und keine andere Attacke haben und mega langweilig sein als Gegner. Aber man muss jetzt dafür dann 3-mal in eine Bombe reinhauen, sodass man noch mehr Zeit verschwenden darf im Kampf gegen die. Toll, oder? Ja, ne, habe ich ja schon häufiger erwähnt, dass ich diese Gegner nicht gerade so ultra kreativ finde, weil ich meine, also an sich, die Idee finde ich schon ganz kreativ, dass man eben denen eine Bombe füttern muss und dass man sie halt nur von innen treffen kann. Das ist schon eine ganz coole Idee, so irgendwie, aber jetzt halt dann vor allem diese Versionen, denen man halt 3 Bomben füttern muss, ohne dass sie halt irgendwelche speziellen Unterschiede im Vergleich zu ihren Vorgängern haben. Das finde ich halt einfach total langweilig und blöd an denen. Weil wäre es denn so schwierig gewesen, denen jetzt dann, also den Dunkelversionen oder auch den zweiten Versionen, denen dann irgendeine Attacke zu geben, irgendeinen Fernangriff oder sowas, oder dass sie ein bisschen schneller sind zum Beispiel? Wäre das so schwer gewesen? Ich weiß nicht genau, aber was soll es. Auf jeden Fall haben wir schon den nächsten Schlüssel und können dann gleich auch hier wieder diesen Raum verlassen. Wir sind jetzt gerade schon im 30er-Bereich irgendwas, ne? Habe ich, glaube ich, gerade... Ja, wir haben ja auch gerade die Cooper-Karte erhalten, genau. Irgendwie 34 oder sowas, glaube ich. 33, okay. 1 zu viel, aber so ungefähr in dem Bereich sind wir.
Sondern da unten sind wieder mal die Dunkelpokés, auf die wir aufpassen müssen. Weil ich glaube eben, dass die Dunkelpokés tatsächlich immer, weil das war knapp, da kann sehr hoch schießen, das Ding. Also ich glaube, dass auf jeden Fall die Dunkelpokés, dass sie immer den Giftstatus auf einen draufhauen können. Was ja bei den anderen Pokés nicht der Fall ist, weil da gibt es ja eben die zwei verschiedenen Varianten. Es gibt ja die normalen Pokés, die wir schon in Kapitel 1 in der Wüste getroffen haben, soweit ich weiß. Und dann eben auch die Gift-Pokés, die wir dann mal später, erst in Kapitel 5, glaube ich, getroffen haben, meine ich. Aber hier bei den Dunkel-Pokés, die können halt, glaube ich, einen einfach immer vergiften. Deswegen, da muss man echt aufpassen. Und die vier dürften, glaube ich, auch die Dunkel-Version sehr, sehr stark sein. Dunkel-Poptor. 32 KP und 8 Angriff einfach mal. Sie beschießen dich mit reinen Schallwellen. Ja. Wechsel die Dimension, um ihnen auszuweichen. Also die haben es auch drauf. 22 KP vor allem. Also da reicht wieder mal ein einziger Flammenwurf nicht aus gegen die. Und das zeigt jetzt auch schon, dass allein deswegen die Gegner hier auch um einiges stärker werden. Weil ich sie eben sogar, obwohl ich einen Angriff von 22 mit Rosa habe, weil ich sie trotzdem teilweise mehrmals treffen muss. Und die Gegner sind eben auch deswegen so gefährlich, weil sie halt auch einen Fernangriff haben, der auch sehr schnell rauskommen kann. Und deswegen, da muss man bei denen auch stark aufpassen. Aber trotzdem bin ich ganz froh, dass jetzt hier die allermeisten Gegner, die wir treffen, dass die einfach so, also zumindest die etwas stärkeren, dass die einfach so schon 1000 Punkte geben. Der zum Beispiel auch haben wir gerade gesehen. Also die allermeisten geben halt echt schon einfach so 1000 Punkte von den Gegnern. Was echt gut ist, weitere Punkte. Was echt gut ist, da wir dann das nächste Level Up auch deutlich schneller erreichen können. Yeah! So, Schlüssel habe ich aber noch keinen, aber dann vielleicht der hier, der rechte ist der echte. Der rechte. Denn wie gesagt, der echte ist ja halt der einzige, der sich auch vertikal bewegen kann. Diese Logik gilt auch weiterhin für die Dunkelvarianten, nicht nur für die hellen, sondern auch für die dunklen. So, Giftpilz, toll. So, dann Schlüssel, ja. Und gleich weiter. Gut, aber läuft dann sogar bisher eigentlich doch ganz gut. Also wieder mal haben wir, wie auch in Flipstadt schon bei den 100 Prüfungen am Anfang, bis zu bei den ersten 50, sage ich mal, jetzt keine so großen Probleme. Und das habe ich mir eigentlich auch schon gedacht, dass wir die ersten 50... Oh Gott, aber irgendwie... Also ich weiß nicht genau, können die ihre Schallwellen auch schneller abschießen? Also sind die schneller als bei den normalen Versionen? Habe ich irgendwie schon den Eindruck, oder? Keine Ahnung. Aber ja, dass wir bei den ersten 50 Räumen jetzt noch keine so großen Probleme haben würden, das dachte ich mir eigentlich schon. Habe ich zumindest darauf gehofft, dass es so sein würde. Und ja, das läuft bisher ziemlich gut. Aber wie gesagt, hier ist es dann tatsächlich so, dass dann so bei den Räumen 90 bis 100 oder so, spätestens da, das war sehr knapp, dass wir dann da sehr große Probleme haben werden. Weil dann dort ganz, 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 ganz fiese Gegner noch auf uns warten werden. Auch ganz fiese Gegnerkombinationen, die eben viel aushalten und viel Schaden machen können. Und das dann alles zu überstehen, das ist dann nochmal ein ganz anderes Kaliber, als jetzt hier so im 30er-Bereich irgendwie das auszuhalten. Deswegen, das wird dann wirklich sehr schwierig werden. So, dann wieder die Gegner hier. Und zwar aber einfach nur die Gegner, oder hier. Nur zwei von denen. Und das war's schon. Das ist interessant. Weil wir haben ja gerade eben in einem vorherigen Raum auch schon die beiden Gegner gesehen, aber zusätzlich noch mit anderen. Und jetzt hier, zwei Räume später oder sowas, kommen nur noch die beiden vor, aber ohne die anderen Gegner. Also halt im Endeffekt dann leichter. Das finde ich auch etwas seltsam. Dann diese Gegnerauswahl da. Aber na gut, was soll's. Und die geben übrigens nur 400 Punkte zum Beispiel. Das fand ich auch ein bisschen komisch, dass die nur 400 Punkte geben, weil die halt wirklich schon einiges drauf haben. Weil ich meine, die haben einen Fernangriff, der einen auch mal böse überraschen kann. Sie können zwar ihren Fernangriff nicht durch Wände hindurchschießen, das schon, aber trotzdem können sie halt mit ihrem Fernangriff auch alle möglichen Statuseffekte auf einen draufhauen. Sowohl Schlaf, als auch Eis, als auch Gift. Alles mögliche, weil die einfach durchwechseln können. Und deswegen sind diese Bäckchen, diese Dunkelbäckchen, eigentlich schon auch fiese Gegner, finde ich. Ach du Scheiße. Und hier haben wir jetzt ganz, ganz viele Finsterbus. Okay, aber vielleicht kann ich wieder ein paar Kombos machen. Ja, aber das ist aber doof, weil die müssen erst gänzlich auftauchen. Und erst dann kann ich wirklich auf sie draufspringen, was aber nicht so immer gut funktioniert, leider. Ich könnte ja auch versuchen, zwischendurch Tricks zu machen, um länger in der Luft zu bleiben. Aber es ist halt auch riskant, weil vielleicht genau dann, wenn ich einen Trick mache, einer in mir auftaucht. Aber jetzt habe ich zum Beispiel hier 1000 und dann 2000 Punkte erhalten. Also kann man schon versuchen, dann da auch so Kombos zu machen. Aber ist mir jetzt nicht so wirklich gelungen, leider. Und, waren das alle? Ja, kann nicht sein. Mir fehlt noch ein Schlüssel. Ist hier noch ein Gegner irgendwo? Weiß ich nicht. Nee, das sind nur für... Ah, doch. Ah, so einer noch. Okay, jetzt haben wir auch einen von denen. Ach du Scheiße. Ich will den auch mal kurz scannen. Den Typen hier. Ein Dunkel-Megabiss. Auf sie triffst du bei den 100 Prüfungen den Flopstart. Maximale KP 8 und Angriff 4. Sie nehmen pro Angriff maximal einen Schaden. Sie sind C. Willst du einen besiegen, achte auf die restliche Zeit. Und hoffe, dass sie den Schlüssel nicht haben. Ja, toll. So viel dazu. Er hat ihn nämlich. Ich will mal hier erstmal nach unten locken. Ich bin jetzt mal nicht ganz sicher, wie ich jetzt wirklich... Ja, da kann auch durch Wände hindurch, natürlich. Wie ich jetzt gegen den so richtig kämpfen soll, ohne Schaden zu nehmen, so viel dazu, ohne Schaden zu nehmen, weil ich das nämlich sehr schwierig finde.
Ich meine, die haben schon ein gewisses Verhalten, das man auch ein bisschen auswendig lernen kann. Weil meistens bleiben sie hier oben, aber irgendwann werden sie mal eine Chance nutzen und dann auch versuchen, nach unten zu kommen, um einen dann anzugreifen. Und dann muss man halt selber dann einfach drüber aber jetzt zum Beispiel, jetzt kam es nicht zum Beispiel, jetzt ist er noch oben geblieben. Aber jetzt dann gleich würde er wieder von unten kommen und mich angreifen wollen, jetzt nämlich. Und dann habe ich eine Chance, ihn zu treffen. Und das muss ich eben so ein bisschen auswendig lernen, das Muster. Was aber halt, wie ihr schon seht, nicht so einfach ist. Jetzt werde ich mal oben oder unten bleiben, genau. Aber jetzt dann gleich würde er wirklich angeflogen kommen und mich treffen wollen, nämlich jetzt. Und jetzt kann ich ihn wieder treffen, genau. Aber wie gesagt, man muss das... Ach komm schon. Man muss das sehr viel auswendig lernen bei denen irgendwie, um das Muster zu verstehen. Und deswegen sind es auch wahrlich keine einfachen Gegner. Gibt dafür auch 1600 Punkte wenigstens, also wirklich einige. Aber ich habe da jetzt einige KP gegen so einen einzelnen Gegner einfach so verloren. Und schon habe ich nur noch 42. Also ja, alleine jetzt wird es dann schon ein bisschen schwieriger, aber ich bleib trotzdem dabei. Bis zu Raum 50 sollten wir noch relativ ohne Probleme kommen, hoffe ich mal. Und hier ist Bombette. Okay. So, dann erstmal die letzten 10 Räume, die ich noch in diesem Part wahrscheinlich machen will. Das wird dann wahrscheinlich auch bedeuten, dass wenn ich wirklich im... Oh Gott, die wieder, die Fußballspieler. Dass wenn ich wirklich im nächsten Part dann noch die Räume 51 bis 99 machen will, das wird dann bedeuten, dass dann... Ich kann noch kurz warten, bis er sich tötet übrigens, was ganz witzig ist. Bam. Noch ein paar Mal. Bam. Und tot. Und Münzen. Ja, yeah, aber keine Punkte leider. Das wird dann bedeuten, dass dann der nächste Part wahrscheinlich auch etwas lang werden könnte, weil der hier wird ja jetzt auch schon länger als eine halbe Stunde. Und die besten Gegner im Spiel, toll. Der wird ja auch schon ein bisschen länger als eine halbe Stunde, der Part hier. Aber der nächste wird dann wahrscheinlich nochmal um einiges länger, weil halt die Räume 51 bis 99 auch um einiges länger dauern, logischerweise, als die ersten paar hier. Das war übrigens sehr knapp, was ich da gemacht habe. Und der hat nicht den Schlüssel. Ja, vielleicht dann der da unten. Aber ich muss erstmal kurz warten, ich gehe mal ein bisschen näher zu ihm hin. So, ich habe Futter für dich. Nummer 1. Und kurz warten, bis Kabumso wiederkommt. Dann Nummer 2. Und wieder warten, bis Kabumso wiederkommt und währenddessen rumstehen und nichts machen. Ach ja, sind es nicht tolle Gegner. Und der hat auch keinen Schlüssel. Toll. So, kommen noch mehr von denen bestimmt, oder? Hier ist dann die Tür. Und da ist sogar gleich noch einer. Yippie. Und muss halt vor allem auch mal warten, bis die umgedreht sind. Also, wie gesagt, das sind echt total dumme Gegner, finde ich. So. Ich sollte sogar vielleicht zuerst den anderen Typen da besiegen, weil der nämlich auch den Schlüssel einfach haben könnte. Und weil ich da jetzt eh runter musste, weil ich halt leider da jetzt schon ganz an der Kante war. So. Okay, du hast ihn nämlich. Aber ich will noch trotzdem dich töten, weil ich ganz gerne alle Gegner von dieser Art ausrotten will, weil die hoffentlich nie mehr wieder vorkommen werden, diese blöden, langweiligen Gegner da. Okay. So, vielleicht können wir es ja noch schaffen, dass wir dann bis zu Raum 50 sogar auch noch ein Level-Up erhalten werden. Das könnte sogar wirklich sein, weil die Gegner geben ja jetzt auch schon immer mehr Punkte. Also wir kriegen eigentlich fast für jeden Gegner sogar immer 1000 Punkte oder sogar teilweise mehr. 1200 für die zum Beispiel. Und deswegen könnte es sogar vielleicht wirklich noch klappen, dass wir dann bis zum 50. Raum noch ein weiteres Level-Up erhalten werden. Und dass wir im nächsten Part dann wieder vollgeheilt dann mit den Räumen 51 und so weiter dann durchstarten können. Wäre auf jeden Fall ganz schön, wenn wir das schaffen könnten. Aber sieht, glaube ich, ganz gut aus. Und jetzt fehlt ja schon gar nicht mehr so viel zum nächsten Level ab. Und trotzdem habe ich noch ziemlich viele KP. Also glaube ich, dass wir jetzt das nächste Level ab dann auch schon relativ sicher dann in der Tasche haben sollten. Es sei denn, es passieren jetzt noch hier ganz komische Dinge. Aber ich glaube, das nächste Level ab sollten wir schon noch relativ sicher erreichen können. So, und da unten sind einige Gegner, aber ich lasse sie einfach mal, ich bin da zu faul. Weil ich wieder mal ein bisschen Zeit sparen will und wenn ich den Schlüssel gleich finde, will ich, wie gesagt, auch hier dann direkt weitergehen zum nächsten Raum. Was dann vielleicht doch heißt, dass wir jetzt kein Level-Up mehr erhalten werden. Auch ernsthaft jetzt? Kein Level-Up mehr erhalten werden, aber wenn nicht, wäre es auch nicht so schlimm, wenn wir halt am Anfang des nächsten Parts dann eins erhalten. Das wird schon auch passen. Mann ey, und wir haben jetzt wieder einen Raum nur mit den Gegnern hier so ungefähr, mit den Dunkelschlürfs da. Toll, das wird ein Spaß werden. So, ich hoffe und bete einfach, dass wir Glück haben und dass gleich der Erste den Schlüssel hat. Das wäre jetzt sehr nett, weil ich ziemlich keinen Bock habe, hier ewig lang mich aufzuhalten. Okay, wenigstens ist das Spiel nett zu mir. Vielen Dank. Und dann gleich weiter und raus aus diesem nervigen Raum hier. Gut, und dann fehlen, glaube ich, schon gar nicht mehr viele Räume. 45 oder sowas haben wir jetzt, glaube ich. 46 sogar schon, okay. Aber, oh Gott, jetzt haben wir schon Hammerbrüder. Hammerbrüder sind total fiese Gegner. Ich werde mal sogar hier jetzt schon Sippy benutzen, ja, und mich klein machen, dass sie mich nicht sehen können. Nein? Oh Mann, jetzt bin ich wieder groß. Ernsthaft jetzt? Klein bitte.
Okay, weil das ist wirklich, finde ich, die beste Taktik, die man gegen Hammerbrüder anwenden kann. Dass man einfach Sippy verwendet und sich klein macht, weil sie einen da nicht sehen können. Weil ihr habt jetzt gerade sehen können, Hammerbrüder, vor allem, was mach ich denn? Vor allem Dunkelhammerbrüder sind wirklich eine riesengroße Gefahr, weil halt vor allem, wenn Hammerbrüder, wie jetzt der eine da oben, wenn die ganz oben stehen, können die halt ihre Hammer oder ihre Hämmer dann kreuz und quer durch den Raum werfen, auch durch die Wände und Böden vor allem hindurch. Und wenn halt ganz oben einer ist, dann kann man halt den logischerweise nicht sehen und die Hämmer kommen dann einfach irgendwie von oben angeflogen. Und man kann da auch nicht darauf reagieren, weil die so schnell runtergefallen kommen. Und deswegen ist es dann wirklich ultra fies, wenn da vor allem so ganz oben einer rumsteht. Und deswegen ist dann da, finde ich, wirklich Sippy die beste Wahl. Und mehr von denen. Aber Bumerang-Brüder sind besser oder leichter, weil die können nicht durch Wände hindurchschießen. Und sie können halt auch mit ihren Bumerängen oder Bumerangs, wie auch immer, nicht die Ebene wechseln. Sie können nur auf derselben Ebene angreifen. Ne? Deswegen sind die viel, viel einfacher zu besiegen als Hammerbrüder, wie ich finde. Also die sind wirklich gar kein Problem. Ich kann auch die Bumerangs von ihnen mit einem Flammenwurf leicht zerstören. Das ist kein Problem. Aber Hammerbrüder zählen hier bei den Flopstartprüfungen, aber auch schon bei den Flipstartprüfungen, wirklich, wie ich finde, zu den stärksten Gegnern. Vielleicht sind es sogar die stärksten oder die schwierigsten normalen Gegner, wie ich finde. Vor allem eben, wie gesagt, wenn man selber irgendwie unten startet und da so ganz oben einer rumsteht, dann wirft er einfach irgendwie seine Hämmer nach unten. Man kann es nicht sehen und muss einfach hoffen, dass man nicht in der Schusslinie steht und dass man nicht getroffen wird. Das ist alles, was man noch machen kann, so ungefähr. Man muss halt dann eben, finde ich, das ist die beste Taktik ist, dann schnell zu Sippy wechseln und dann hoffen, dass es verkleinert und funktioniert. Und dann kann man nach und nach sie alle dann platt machen. Aber ohne Sippy, auf jeden Fall bin ich dann mal völlig aufgeschmissen. Seid's dann die Feuerbrüder, die sind auch ganz okay. Ich meine, die Feuerbälle, die fliegen ein bisschen komisch teilweise irgendwie. Aber trotzdem können halt die Feuerbälle von denen nicht durch die Wände hindurch. Deswegen macht's auch das dann in der Hinsicht um einiges einfacher. Also auch die sind bei Weitem nicht so schlimm wie die Hammerbrüder, wie ich finde. So, und da ist die Tür. Alles klar. So, und 10.000 Punkte fehlen noch und es kommt aber, glaube ich, nur noch ein Raum. Also jetzt dann nur noch 49, bis wir dann bei 50 sind. Deswegen, wenn da jetzt 10 Gegner zumindest rumlaufen, die 1.000 Punkte geben, dann schaffen wir es noch. Aber wenn nicht, wäre es auch nicht schlimm, weil wir eben dann am Anfang des nächsten Parts dann einen Level-Up erhalten werden. So, Donnerzorn, aber ist okay. Ich nutze eh keine Items. Und die hier, und Kamek sogar auch jetzt schon. Aber der Kamek wurde, okay, der hat eh, da unten hat einfach alle Gegner umgebracht, so ungefähr. Und ich komme wieder mit Mario rüber. Weil das immer ein bisschen sicherer ist, als die Röhren zu benutzen. So, aber ich muss dran denken, dass jetzt eben auch hier, wo wir an Flopstart sind, dass es dann hier das Drehverhalten oder halt die Drehrichtung auch andersrum. Das war übrigens ein Fehler. Oh, was mache ich denn jetzt? Hilfe. Dass die Drehrichtung auch andersrum ist als in Flipstart, weil sie eben in Flopstart im Allgemeinen auch so ist. Aber hier ist der Schlüssel. Okay. Ich werde es da mal gehen. Dann werden wir doch erst im nächsten Part ein Level-Up erhalten. Aber dafür dann gleich am Anfang, dann vielleicht gleich im 51. Raum. Und das ist dann, glaube ich, auch ganz gut so. Okay. So, dann gleich noch weiter. Hier ist die Tür, genau. Richtig auf der linken Seite war sie. Und dann wieder erstmal hier beim 50. Raum dann kurz durchschnaufen. So, und wir können jetzt noch ganz kurz auch die Karte übrigens holen. Das dürfte erstmal kurz überlegen. Das dürfte dann der vierte Partner gewesen sein, nämlich Paracarry war der vierte Partner. Aus dem ersten Teil, richtig? Yeah, Paracarry, cool. Okay. Aber dann würde ich eben erstmal sagen, Leute, was ist dann hier für diesen Part von Let's Play Super Paper Mario? Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit den Flopstart-100-Prüfungen, mit dann Räumen 51 bis 99 eben. Vielleicht werde ich mal auch schon doch früher dann den Part beenden, vielleicht schon bei 90 oder sowas, weil es dann vielleicht doch zu lange dauern könnte, wenn ich dann zu lange brauche, eben. Das war jetzt ein sinnvoller Satz, egal. Mal schauen. Und vielleicht schaffen wir es auch einfach gar nicht und ich muss dann nochmal neu starten, das könnte schon auch sein. Denn wie gesagt, die zweite Hälfte würde zum einiges schwieriger werden, vor allem wenn dann noch mehr Räume mit den Hammerbrüdern kommen, weil die haben es wirklich enorm drauf. Wir kriegen relativ schnell Level-Ups, weil wir halt auch viele Punkte kriegen, das stimmt. Aber wir haben halt auch nur 60 oder dann bald 65 KP und die Gegner machen halt sehr viel Schaden. Deswegen, wie gesagt, es wird weiterhin sehr schwierig werden und ich hoffe, dass wir es irgendwie durchstehen können. Okay. Auf jeden Fall würde mich dann noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, das ist dann, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.